Moin Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, endlich geht's los, die erste richtige Folge von Profatal. Und zwar natürlich dreht sich alles in den nächsten Tagen und Wochen um diesen jungen Mann hier, Zlatan Ibrahimovic, mit einem 97er Rating, unglaublich starke Karte. Ihr seht schon, für 1,1 Millionen habe ich mir ihn geholt. Und ja, das ist ja unser Profatal-Spieler. Und es haben viele von euch unten in die Kommentare reingeschrieben, ha, der ist vielleicht gar nicht so gut. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt in diesem einen Spiel schon mal kurz angetestet. Ich weiß ungefähr, was ihr meint, weil der ist halt nicht so mega schnell und eigentlich sind ja eher so Stürmer, so wie Mertens oder auch einen Lacazette zum Beispiel, der jetzt auch nach Arsenal da gewechselt ist. Vielleicht doch ein Stück besser gewesen, aber egal, wir haben jetzt Ibra und ich bin mal mega ja, gespannt, wie er denn jetzt hier starten wird. Und ja, ich kann euch schon mal kurz das zeigen. Wir starten natürlich mit 10 Silberspielern und Ibrahimovic und da habe ich mir gedacht, ich baue einfach ein ganz normales Premier League Team. Ihr seht es hier und ich denke mal, an ein paar Spieler, denke ich mal, dürften die einen oder anderen kennen. Wir haben hier einmal auf der 10 ja, Joshua King, der hat ziemlich starke Werte, wie ich finde. Dann natürlich im Sturm Ihe Iheanacho. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen von Manchester City. Er hat jetzt sogar eine goldene Karte, aber ich habe mir jetzt hier noch die Silbervariante geholt. Dann haben wir hier einen ziemlich, ziemlich starken Sechser. Foso Mensa und ja, dann finden noch ja, relativ schnelle Spieler, unter anderem ja, den Naya, der eine ziemlich starke Karte hat. Hier den Sohn von Hullet, so will ich es jetzt einfach mal nennen, denn irgendwie, muss ich sagen, sehen die sich ja ein bisschen ähnlich und der kommt auch aus Holland, finde ich ganz lustig. Und ja, wir starten jetzt natürlich rein. So, wir starten rein ins erste Spiel. Und er hat fast ein volles Team of the Season Team, aber ein Spieler fehlt ihm. Ich weiß nicht, vielleicht ja, gibt es den nicht auf dem Markt oder so, deswegen hat er da die silberne Variante. Aus der Saudi League, sieht aber trotzdem ordentlich aus, würde ich sagen. Komm schon, King, läuft direkt mal durch hier. King. Da oben sehen wir doch direkt mal Ibra. Das war ganz, ganz knapp. Der wäre nämlich drin gewesen, bin ich mir sicher. Ah, es sieht gut aus, Iheanacho. Sieht oben Ibrahimovic laufen. Jetzt muss er den einfach noch per Finesse-Shot reinmachen. Macht er nicht, aber egal. Dann machen wir so halt direkt das erste Tor durch Joshua King. Das heißt, das sind die ersten 30.000 für uns auf unser Konto. Komm schon. Oh, Ibra, sehr geiler Laufweg. Und dann mit dem linken. Schade. Sehr schön. Sehr schön, Ibra. Ah, da kommt er nicht durch. Aber der Ball ist noch heiß. Wieder zurück auf Ibra, der Nachschuss. Das kann nicht sein. Aber wir machen schon noch unser Tor mit ihm. Nächster Angriff rollt direkt hier. Da ist wieder Ibra. Jetzt hat er vielleicht wieder ein bisschen Platz. Wieder kein Tor. Und nächster Angriff. Ibra, come on jetzt. Jetzt aber. Die Ballrolle jetzt schön den Gegner vernascht. Da ist er, Zlatan mit seinem ersten Tor. Für uns und das hat er ziemlich, ziemlich nice gemacht. Können wir uns nochmal ganz kurz anschauen. Wir sehen leider nicht die ganzen Highlights, aber dann natürlich mit 99 Schuss unter die Querlatte. Come on, die nächsten 50.000 für uns auf unser Konto. Oh, da müssen wir aufpassen. Oh, nicht ungefährlich. Hat der Gegner ganz gut gemacht. Lange Bälle kommen natürlich auf Ibra, auf wen sonst. Den macht er auch sehr gut fest und jetzt haben wir Platz. Da ist Iheanacho. Mal gucken, ob Ibra in die Mitte läuft. Sieht gut aus. Da legen wir extra nochmal rüber für die 20.000 mehr. Das hat super funktioniert. Come on. Ibra mit seinem zweiten Treffer. War der noch durch die Beine vom Gegner? Nee, hat ihn einfach angeschossen und dann, ja, der Torwart. So ist es halt in FIFA 17. Aber egal. Zwei Tore von Ibra schon in der ersten Hälfte. So, wir haben auch schon Halbzeit. Und da seht ihr es. Ja. Weil der Gegner hat ein wenig mehr Ballbesitz, aber nicht wirklich so viele Chancen gehabt. Und wir hatten sogar weniger Passgenauigkeit. Aber vorm Tor waren wir ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Und konnten so schon mal drei Tore machen. Mal schauen, was im zweiten Durchgang so geht. So, und wie ihr sehen könnt, spielt jetzt hier leider unser Gegner nicht mehr weiter. Ich weiß nicht so ganz genau jetzt, was jetzt hier gerade abgeht. Was ich nur weiß, irgendwas ist mit vier Toren. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich jetzt nur noch ein Tor schießen darf. Das heißt, dass man halt nur auf maximal vier Tore kommen darf. Das machen wir jetzt aber möglichst mal. Natürlich nicht. oder ob ich jetzt nachdem aufgehört hat zu spielen, nochmal vier Tore schießen kann. Also das ist so ein bisschen so die Frage, die ich gerade habe. Ich werde das auf jeden Fall mal nach dem Spiel abklären. Und ja, ich werde jetzt, wenn möglich,
natürlich schon mal sicherheitshalber die 4 Tore schießen, falls das denn gilt, weil dann kriegen wir natürlich sehr, sehr viele Münzen, denn ihr seht, der Gegner hat einfach keine Lust mehr und ja, sonst, wenn das halt nicht funktioniert, werde ich die Coins dann natürlich am Ende wieder halt abziehen. Das werdet ihr aber dann gleich sehen. Ich muss das nur später ganz einmal kurz abchecken mit der Gorilla, denn ich möchte hier natürlich nichts falsch machen. Komm schon, jetzt aber. Ey, da stehen 5 Leute bei dem hinten. Ja, geht doch. Ibrahimovic macht sein Tor Nummer 3, Hattrick. Ich schaff's einfach nicht, noch ein paar Tore zu schießen. Ne? Das ist echt mega schwer, glaubt mir. Macht Spaß, muss ich sagen. Guckt euch das an. Seine Abwehr ist so gut einfach hinten. Ich komme darauf überhaupt nicht klar. Wir haben jetzt gleich schon 30 Minuten, bin ich jetzt hier gegen niemanden am Spielen und ich schaff's einfach nicht mehr als 2 Tore zu schießen. Und naja, ich weiß nicht, ob die meisten das von euch kennen, aber das ist einfach mega schwierig, weil die Abwehr steht so gut da hinten. Und jetzt darf ich wieder ein paar Minuten warten, bis der Tor denn mal den Abschuss macht. Yay! Ich glaube, man muss einfach nur durchlaufen. Das ist der Fehler, den ich immer mache. Dass ich immer irgendwie dann auch noch dribbeln will und dann hat man keine Chance. Egal. Eins fehlt uns noch und dann muss ich, wie gesagt, mal die Regeln abchecken. Okay, jetzt ist es hart am Laggen. Speedlag ist auch noch am Start, aber dann machen wir erstmal noch das 7-0. Immerhin haben wir es hingekriegt, nach über 40 Minuten 4 Tore gegen niemanden zu schießen. Ganz starke Leistung, Tim. So, das war's mit diesem Spiel. Ibra hat jetzt 6 oder 3 Tore gemacht, je nachdem, wie man das jetzt werten darf. Ob jetzt die 3 Tore noch zählen, werde ich euch jetzt gleich sagen. Aber ansonsten auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen nervig war im zweiten Durchgang. Ja, ihr seht, ich habe dann noch den ein oder anderen Torschuss gebraucht, um den Ball dann doch ins Netz unterzukriegen. Aber egal, erstes Spiel, erster Sieg, kein Gegentor, das klingt doch schon mal gut. So, ich habe jetzt eine Antwort gefunden auf meine Frage und zwar vom lieben Stylo, ja auch einem Spieler, der hier teilnimmt an der Serie und der sich wohl ganz gut mit dem Regelwerk auskennt. Und ich würde euch bitten, wenn ihr einfach mal bei ihm in der Serie unter dem Video Hashtag DankeStylo schreiben würdet. Das wäre für mich mega nice. Erster Link oben in der Videobeschreibung. Könnt ihn gerne auch mal abonnieren und abchecken. Auf jeden Fall mega nett. Und wir hören mal kurz zu, was er uns zu sagen hat. Also mein Bester, die Regel sagt, dass wenn der Gegner den Controller zur Seite legt, zählt es erstens als ein Rage Quit. Also sprich, wenn du jetzt in der ersten Halbzeit bist, hast du einen ersten Halbzeit Rage Quit. In der zweiten Halbzeit dann halt einen zweiten Halbzeit Rage Quit. Das sind ja je nachdem nochmal 100.000 Coins oder 75.000 Coins. Und das Maximale an Toren sind 4. Also sprich, du darfst nicht 4 weitere Tore schießen, sondern nach dem 4. Tor ist vorbei. Wir haben jetzt 3 Tore von Ibrahimovic, heißt 150.000. Dann das eine Tor von King, heißt 180.000 Münzen. Plus, der Gegner ist ja in der Halbzeitpause, ich nehme das jetzt mal einfach als zweiten Halbzeit-Rage-Quit, denn ich möchte jetzt nichts falsch machen, plus nochmal 75.000 oben drauf. Heißt, wir stehen jetzt summa summarum bei 255.000 nach dem ersten Spiel. Schon mal richtig geil und auch wenn es ziemlich kompliziert ist, ich wollte das zumindest einfach mal klären, denn vielleicht kommt das auch nochmal vor. Auf jeden Fall sorry dafür, das zieht das Video jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber egal, wir schauen uns direkt jetzt mal den zweiten Gegner an. So, nächstes Spiel. Und unser Gegner hat 2 Leihspieler. Diese Leih-Team of the Season-Karte sieht mal richtig komisch aus. Habe ich so noch gar nicht gesehen im Spiel. Ich weiß gar nicht, wo er die her hat. Keine Ahnung, vielleicht aus so einem Footdraft oder so, wo man dann in der ersten Runde rauszieht. Aber sieht nach einem ziemlich coolen Hybrid aus und ja, aber auch schlagbar, würde ich sagen. Ibra kann mal wieder das ein oder andere Tor machen. Da oben ist Ibra. Tänzeln wir ein bisschen rum. Ibra, versuchen wir einfach direkt mal den ersten Schuss. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Komm schon, Arke. Oh, und unser Gegner macht das 1-0 hier. Hat er aber stark gemacht, aber dann macht er einen Silberspieler. Den muss ich mir vielleicht merken, falls ich nochmal Fatal mache. Aber gut, dann ja auch nicht mehr dieses Jahr. Aber ja, macht er stark. Und dann unser Torwart, das ist halt das, was halt einfach extrem schlecht ist. Immer diese ganzen Silber- oder auch Bronze-Torhüter, die gehen halt gar nicht dieses Jahr. Die Ecke versuchen wir natürlich wieder auf Ibra zu bringen. Die kommt auch ganz gut.
Und es war leider nicht Ibra, schade, sondern jemand anderes auch mit so einem schönen Zopf hinten. Ja, den Naya war es dann. Ja, kann man auch als Ibra gelten lassen, aber wir müssen natürlich FIFA vertrauen, auch wenn man es da nicht so ganz sieht. Aber egal, somit gleichen wir zumindest unsere Minus-Coins wieder aus durch das Gegentor. Ja, schöner Pass, da ist Ibra frei durch, come on, jawohl. Und da gehen wir wieder mit 50.000 plus. Und Ibra macht hier direkt wieder im nächsten Spiel sein erstes Tor, starker Abschluss, eiskalt halt. Ja, Ibra. Sieht auch wieder gut aus, der Finesse-Shot an die Querlatte, schade, Mann. Oh, guter Ballgewinn von Fosu-Mensah, das muss ein Tor sein. Sowas lässt sich ein Ibrahimovic natürlich nicht nehmen. Oh, das ist sehr schön gespielt. Da ist King frei durch. Komm, können wir den noch... Nee, können wir... okay. Ja, moin. Kann man mal machen. War so eigentlich nicht geplant. Ich wollte ihn eigentlich noch auf Ibrahimovic legen. Ich denke mal, das konnte man sehen. Und ja, der Gegner... Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch von einem... Ich weiß eigentlich gar nicht, was er da gemacht hat. Kein Plan. Eigentor auf jeden Fall, aber gibt natürlich trotzdem 30.000 für uns. Ah, gut von ihr, Nacho. Da ist Ibra durch. Geht da noch an Klischee vorbei und dann mit links. Das war mal richtig stark gemacht von ihm, muss ich sagen. Weil aus dem Winkel mit dem linken Fuß macht den nicht jeder Spieler rein. Okay. Ich dachte erst, dass der Gegner kurz rausgeht. Aber da schön über den Gegner drüber gesprungen und dann durch die Beine von Sirigu. Die nächsten 50k, das läuft doch mega gut einfach. Das läuft sogar noch besser, denn wir haben den nächsten Rage Quit. Das heißt, wir kriegen nochmal 75.000 Münzen obendrauf. Das heißt, wir haben einiges in der ersten Folge hier sammeln können. Richtig, richtig gut. Wir waren richtig... erfolgreich und es hat mega Spaß gemacht und ja, ich werde jetzt nochmal kurz zusammenrechnen, dass ich auch keinen Fehler gemacht habe und dann werde ich euch die beiden Spielerpaare vorstellen, wie wir denn jetzt unser Team als nächstes da verbessern wollen, aber ich bin schon mal richtig, richtig zufrieden. So, wir haben insgesamt 510.000 Münzen in dieser Folge gemacht, also richtig, richtig gut und ja, jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit zu wählen, nehmen wir Paar 1 mit Tolisso und einem Martial Stürmer. Oder nehmen wir Part 2 mit dem 89er Mkhitaryan, auch eine mega starke Karte, und der Legende Keane. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und natürlich nicht vergessen, dass wir einen Spieler aus dem gegnerischen Team auf unsere Auswechselbank tun können. Also das bitte ganz wichtig unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.